Als ich am Ende des Krieges zu Fuß im April und Mai 1945 von der Lüneburger Heide nach Schwäbisch Hall gewandert bin, wobei Wanderung eine sehr höfliche Bezeichnung ist. Da hatte ich ja auch Zeit, um nachzudenken. Und ja, ist mir klar geworden, was falsche Politik bewirken kann, nämlich dass ein ganzer Kontinent am Boden liegt. Und schließlich habe ich darüber nachgedacht, wenn das so ist, dann müsste ja eine gute, vernünftige Politik auch gute, vernünftige Folgen haben. Das war wohl auch einer der Gründe, warum ich nachher offen war für die Versuchungen der Politik. Wie gesagt, ich wusste damals noch nicht sehr viel von dieser Geschichte. Aber das hat mich dann so fasziniert, so gepackt, das, was da im Süden des Erdballs passierte, an Elend, an Naturzerstörung und so fort, dass diese 6 Jahre in dem Ministerium mich tatsächlich verändert haben. Und gegen Ende war ich der Überzeugung, dass es nicht funktionieren wird, wenn ein reiches Europa direkt an ein armes Afrika grenzt, dass das notwendig Wanderungsbewegungen und auch einen Einwanderungsdruck zur Folge haben wird. Was mich gepackt hat, war einfach die Aufgabe. Und wissen Sie, wenn Sie in Afrika als Minister irgendwo hinkommen und ein Projekt besichtigen, dann kommen einige Dutzend Kinder, die kommen da aus allen Ecken, und dann umringen sie einen und dann strahlen sie aus ihren dunklen Gesichtern, diese hellen Augen, das muss man auch aushalten. Und wenn man dann überlegt, was blüht diesen Kindern, wenn sie groß sind, und was kannst du tun, dass diese Kinder eine erträgliche Zukunft haben? Ich glaube, dass im Augenblick, und das hat nun direkt mit der Flüchtlingswelle zu tun, der Staatszerfall eine Gefahr ist, gerade in Afrika, aber auch Lateinamerika. Und das hat seinen Grund in der marktradikalen Ideologie, die vor allem vom Internationalen Währungsfonds dann exekutiert wurde, wenn ein Land verschuldet war oder ist, das ist heute noch so, dann muss erst einmal der Staatshaushalt zusammengestrichen werden, auch über Bildung und innere Sicherheit und was eben einen Staat ausmacht. Oft mit dem Ergebnis, dass die Menschen nachher das Gefühl hatten, dieser Staat ist für uns uninteressant, wenn der nicht einmal mehr einen Lehrer in das Dorf schicken kann oder eine Polizeistation in einigermaßen erreichbarer Nähe. Das heißt, im Augenblick halte ich die Hauptgefahr, gerade auch in der Dritten Welt, die des Staatszerfalls.
Ich glaube, dass wir nicht nur in Europa, sondern über Europa hinaus in den letzten 20 oder 30 Jahren eine marktradikale Gehirnwäsche hinter uns haben. Die Vorstellung, wenn jeder für sich selber sorgt, ist für alle gesorgt. Darüber hätte man in den 70er Jahren gelacht, während das jetzt manche so ganz ernst nehmen. Also mein Stolz ist insgesamt begrenzt. Aber ich glaube, das ökologische Umdenken angeht, habe ich schon einiges bewirkt. Und ja, ich will das jetzt nicht aufhören, aber wenn ich heute zurückdenke, dann weiß ich, was mir gelungen ist und was mir nicht gelungen ist. Und natürlich ist mir vieles nicht gelungen, aber das, was gelungen ist, das kann sich doch sehen lassen.